Und herzlich willkommen zurück zu Doom. Erreiche die Lazarus-Projekt. Was? Lazarus-Projekt? Da steht gar nichts vom Projekt. Verschaff dir Zugang zum Lazarus-Aufzug. Ja, das möchte ich machen. Das werden wir heute machen. Ach, und heute ist es auch mal für mich ein wenig entspannter, da in den letzten Tagen echt sowas von heiß war. Und zwar sowas von heiß. Das Problem ist, ich habe eigentlich ständig, wenn ich hier, vor allem wenn ich hier vom Rechner sitze, dann habe ich eigentlich dauerhaft den Ventilator an, der auf mich pustet. Und den muss ich halt immer ausschalten, da der sonst, da man ihn sonst hört ein wenig. Und das ist natürlich verdammt nervig. Und mir war halt jedes Mal ziemlich heiß. Und jetzt ist es endlich kühler geworden. Es ist so angenehm. Das glaubt man mir ja kaum. So, obwohl ich denke mal, hier in der Gegend ist das nicht nur der einzigste Fall. Es ist einfach um einiges angenehmer geworden. Und das freut mich. Das macht gute Laune. So. Aber waren wir hier auch schon mal in dem Raum? Guck mal, das sieht aus, als wären da etliche Server oder Festplatten. Was ist das denn? Ah, da ist gar nichts. Ich gehe mal wieder hoch. Wir müssen ja momentan gucken, dass wir im zum Aufzug kommen, ne? Wir können, zurück können wir sowieso nicht, also bringt uns es auch nicht, irgendwie uns auf der Suche zu der zweiten Markierung zu machen. Da kommen wir ja anscheinend sowieso nicht hin. Zur zweiten Markierung. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die zweite Markierung zu bedeuten hat. Ich glaube, wir haben sogar drei Markierungen. Ach, Quatsch. So, ich gehe mal ganz kurz mein Auge nochmal scannen. Ganz kurz nur. Ich weiß, das funktioniert nicht. Ich mache es aber ganz kurz. Wow. Okay. Ey, ist das eine neue Waffe? Boah. Ja, stimmt. Wir sind ja hier in einer Waffenherstellung, Abteil, Fabrik. Okay, hier sind auch... Ach, die Gegner sind alle erledigt. Ja, das ist gut. Station gesperrt. Hier ist alles gesperrt, gesperrt. Gesperrt, hier ist alles im Eimer. Alles im Eimer. Ja, irgendwo muss ja irgendwas sein. Irgendwo muss ja irgendwie eine Leiche liegen oder. Oder irgendwas. Was ist das denn hier? Auch gesperrt. Okay, ja, hier haben wir halt das Ding. Das tötet uns. Aber das ist ein. Warte mal, das ist ein Spurtrenner? Ja, aber das ist ja. Das ist ja das Ding. Ja, also hier gibt's irgendwie... Hier ist nochmal was. Schon wieder ein Spurtrenner. Testfeuer. Ich... Waffe scharf. Hier steht eine 1. Und was steht hier? Auch eine 1. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Aber trotzdem frage ich mich, was ist das für ein Ding? Ist das nur ein Spielchen, Kinder? Ich meine einfach so ein... So ein... Spielchen einfach nur. Hier, der ist interessant, aber ich kann da auch nichts looten. Weder sein Auge, noch sein Kopf. Hört sich etwas brutal an. Ist es auch. So. Der Raum sieht eigentlich genauso aus. Hier auch wieder dasselbe, auch wieder Spurtrenner. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Aber warum sollte sich dadurch, bitteschön, der Aufzug öffnen? Weil, wie heißt die? Verschafft ihr. Ja, verschafft ihr Zugang. Muss doch irgendwo ein Terminal sein, der das aktiviert. Ich höre gerade so ein bisschen hin, weil hier ist so ein Bip-Bup, Bip-Bup. Ja, ich weiß es nicht. Kann die jetzt wieder aktivieren? Ja, aber da passiert ja nicht viel. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Oder irgendwas präparieren oder so? Dass irgendwas passiert? Warte mal. Da kommt doch so ein übler Strahl raus. Was ist, wenn wir die Kanone drehen oder so? Oder dass der hier rausschießt und dann schießt der hier so alles kaputt.
Ah, hier haben wir auch was. Das sieht ja auch interessant aus. Hier waren wir zwar schon, haben uns aber nicht großartig umgesehen, glaube ich. Muss ja irgendwas sein. Wir hatten schon mal einmal solche Situationen. Ist schon länger her. Wir hatten aber auch schon mal so eine Situation, da hatten wir irgendwas gesucht. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das so ein Terminal war, was wir dann gefunden haben. Ist aber lange nicht mehr vorgekommen. Mensch, hier steht einfach mal... Ja, hier, oder nicht? Abriegelung autorisiert. Ah! Da ist er doch. Hatte ich mir gerade schon gedacht. Okay, den haben wir ja... Okay. Den haben wir eben Huckepack genommen. Der ist hinten drinne. So. Damit haben wir den ja. Super. Hat ja gut funktioniert. Dann möchte ich mal die neue Waffe hier bekommen. So, einmal da gehen. Oh, der drückt den richtig da dran. Ruhe in Frieden. Was auch immer du für ein Typ sein gemacht hast, gemögen haben, tuten. Oh, was passiert denn jetzt? Ach, was ist los? Oh, oh, die scannen mich. Oh, oh. Was? Was? Oh, bin ich tot? Nein? Doch. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Wir müssen ganz schnell reagieren. Ich hatte schon so eine Idee, dass wir uns da drum oben festhalten müssen. Aber ich habe es nicht geschafft, mich da oben festzuhalten. Das ist ja auch eine coole Aktion, dass man da schnell sowas durchführen muss. Habe ich mir schon gedacht, dass wir sterben. Ich hatte jetzt aber eher an Giftgas oder so gedacht. Aber 5 Sekunden? Ja gut, soll ja auch... Warte, warte, warte. Ich glaube, wir können uns da oben festhalten, oder? Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes... Nein, er hält sich nicht fest. Wohin? Wohin? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ah! Hier. Nein. Nein! Oh, ist aber cool, so ein Rätsel. Aber bitte ein bisschen mehr Zeit. Ach, schade. Ich würde mich gerne ein bisschen herumgucken. Ja, gut. Mit umgucken ist nichts. Aber das ist ja nice. Ja, komm, 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 komm. Mach mal schneller hier mit dem Resetten. So. Warte mal, ganz kurz gucken. Da oben kann ich ja nicht drauf. Da sind ja Laser. Aber da oben kann ich mich auch nicht festhalten. Kann ich irgendwo runter? Ah, ne, unten werde ich ja getötet. Hinter mir geht auch zu. Na wie, ich kann hier drauf? Ich dachte, das wird abgeriegelt. Jetzt hier einfach stehen bleiben. Och gut, das Ding bewegt sich nicht. Och, ich dachte da oben... Hä, sind da nicht am Anfang Laser gewesen? Oh. Okay, das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind tot. Oh! Boah, das boah, noch gerade so reagiert. Ha? Oh, ha? Boah, was? Nee. Nee, ich hätte da... Nee. Oh, da war mein Koppel. Mein Koppis. Mein Köppis. Nein, da kommt das auf einmal immer näher. Hätte es... Kann es sein, dass ich da oben drauf hätte bleiben können? War das jetzt richtig ausgesprochen? Drauf hätte bleiben können? Klang auf jeden Fall cool. Ah, sag bloß. So. Hätte ich vielleicht erst so. Und dann hier drauf. Na komm, ich bleibe. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Ich weiß nicht, ob das... Nee, kann ja... Nee, kann ja nicht. Nee, nee, nee. Ich dachte... Nee, 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 nee. Oh, ich hätte hier drauf bleiben können. Aber guck mal, am Anfang sieht das gar nicht so aus, ne? Und dann zieht sich... Oh, Hilfe. Dann zieht sich das auch noch zusammen. Oh, wie gemein. Aber ich bin ja hier eigentlich recht safe. Soll ich jetzt drauf? Ich habe das Gefühl... Ja. Soll ich jetzt drauf? Ich habe Angst, dass die Dinger jetzt hier irgendwas machen mit mir. Komm, 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 komm. Jetzt geht das Ding wieder runter. Boah, Hilfe. Ah, okay, ich muss jetzt anscheinend irgendetwas machen.
Ja. Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau was. Gucken wir aber. Jetzt geht das Ding hoch. Schnell. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hä? Boah, war das knapp. Soll ich hier irgendwie auf das Ding drauf? Das ist ja auch mal eine Abwechslung. Kann ich... Ach, ich kann doch nicht runter. Was ist da mit dieser Lücke? Hä? Hört das auf? Nein, okay. Komm schon. Oh, Hilfe, das kommt. Boah. Ich höre da richtig hin. Aber was soll ich denn machen? Soll ich irgendwie meine Waffen... Ah, warte mal. Nein, komm, das wäre doch die Lösung. Nicht alles hilft mit Gewalt. Was könnte man denn machen? Ich kann da... Kann ich da unten... Nee. Komm schon. Oh. Kann ich vielleicht doch hier drauf? Ich konnte da drauf. Was? Okay. Mal gucken, ob wir das gleich wirklich können. Aber das wäre ja eine doofe Lösung, muss ich jetzt mal sagen. Aber es gab ja jetzt allzu große Möglichkeiten, gab es ja jetzt auch nicht. Es sei denn, irgendwo ist auf irgendeiner Seite eine Öffnung. Oder wir können das... Oder wir können den Aufzug von innen... Ja, was heißt Aufzug, ne? Da ist halt eine Waffe drin. Nach einem Aufzug sieht das jetzt nicht aus. Warte ganz kurz, hier können wir sowieso nicht rein, ne? Nee. Hier können wir sowieso nicht rein. Lass mich mal ganz schnell hier drauf. Ja, sonst ist hier nichts. Ja, sonst ist hier einfach mal nichts. Nee, ich sehe hier sonst nichts. Wir müssen dann da drauf anscheinend. Und dann? 4? Warte mal, 4, 3? Oh, hier ist 1, glaube ich. Ich nehme mal die Pistole, da kann ich nämlich schießen, wie ich möchte. Da, guck mal. Ja, ich hab was zerstört. Oder? Hä, ich hab da gerade 1. Da, guck, das da habe ich zerstört. Ja. Ja, okay, alles klar. Alles klar, nice. Ah, komm. Ich kann anscheinend nicht hier durchschießen. Obwohl das, glaube ich, vorhin hat das funktioniert. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Coole ist, ich brauche nicht nachladen. Das muss ich mir mal merken mit der Waffe. Ich brauche nicht nachladen. Ah, gedrückt halten kann ich nicht. Ist aber auch... Wow, was war denn jetzt los? Wow. Wow, wir haben es geschafft. Wow, ganz ruhig. Mach mir bloß nicht meine neue Waffe kaputt. Okay. Oh, und da ist sie. Da ist sie. Oh, nein. Boah. Als wäre ich jetzt hier runtergefallen. Das sieht aus wie ein schickes Maschinengewehr. Oh, nee. Das sieht aus wie eine Armbrust. Hä, was ist das? Hilfe, ich falle. Ich glaube, ich kann es jetzt austesten, oder? Oh, ja. Okay. Das sieht aus wie eine Armbrust. Geil, was ist das denn für ein Ding? Die BFG 9000 ist eine Waffe von extremer Durchschlagskraft, die durch Drücken von T ausgewählt wird. Nutzen sie, um deinen Gegner zu vernichten. Mit T? Hä? Ach, ich kann die Waffe mit T auswählen. Achso, okay, E. Mit T kann ich die auswählen. Also Doppel-1 war Kettensäge. Und mit T... Die ist ja voll cool. Also so von der Optik her. Aber ich würde jetzt gerne mal schießen, aber das wäre Verschwendung. Das wäre Verschwendung. Es sei denn, ist hier irgendwo Munition, dann kann ich einmal schießen. Also sie hat eine mega Durchschlagskraft. Alles klar. Mit T merken, das ist wichtig.
Hallo. Was? Wie bitte? Warum? Was ist das denn für eine Waffe? Begeben Sie sich bitte zum Lazarus-Aufzug. Dämonische. Das ist die Waffe of Doom, ey. Die macht ja alles. Wo sind denn die ganzen hin? Ja, wo seid ihr denn hin? Krass. Die gefällt mir schon. Oh, wer seid ihr denn? Rennt weg, hier ist irgendwas. Ihr Hologramme. Ihr Aufzeichnungen. Ich frag mich was. Ich denke mal Dämonen, ne? Ah, schade, wir haben keinen gesehen. Das ist mal echt eine Mega-Waffe. System neu starten? Joa, warte mal eben. Was haben wir denn da zum Beispiel? Hallo? Kennen wir uns? Nein. Ich glaube nicht. Ich guck mal eben auf der Karte. Was sagt die denn überhaupt? Die sagt nichts. Da oben hatten wir das. Ja, stimmt. Da oben war das. Ja, okay. Und hier müssten wir jetzt irgendwo weiter. Was ist denn da rechts? Lass mich raten, das ist diese... Okay. Echt? Oh, ist abgeschlossen. Ich drück mal auf diesem Ding. Düb, düb, düb. Ja, das ist offen. Nice. Okay. Hallo? Ist hier jemand? Was ist das hier? Aufzug gesperrt. Ist der denn lebenswichtig? Vielleicht kommen wir damit wieder zurück später. Warte, ich brauche eine andere Waffe. Jetzt müsstet ihr meinen Ausdruck sehen. Okay. Da mache ich gerne mit. Ja, geil. Okay. Schwäche mit der Pistole 8 Imps und führe dann Glory Kills aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh, mit der Pistole. Okay. Intimität ist wunderbar. Dämonen sind dank einer höheren Schadenresistenz bei Benommenheit anfälliger für Glory Kills. Dank einer höheren Schadenresistenz bei Benommenheit. Okay. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Schwäche mit der Pistole. Ah, ja, genau. 8 Imps und führe dann Glory Kills aus, bevor die Zeit um ist. Ich glaube, ich kriege 3 Sekunden pro Glory Kill. Imps auch noch. Da muss ich aufpassen. Also nicht zu heftig draufschießen. Sonst exploden die mir noch. Das möchte ich nicht. Die armen Imps. Ich möchte sie behutsam erledigen. Ja, wo ist er denn? Ja, guck mal da. Ach, die sind das, ja. Ey, hörst du mal auf? Da, komm mal her. Oh, genau so. Warte mal, wie viel Zeit? 13, das ist nicht viel. Ach, ich kann auch schießen, wie ich will. Oh, ich glaube, ich bin viel zu viel zu sanft. Ich bin viel zu sanft am Anfang gewesen. Ja, ich bin viel zu sanft. Es wird mega knapp. Es wird richtig knapp. Ja, das wird nichts. Boah, wie knapp. Noch 2. Ja, leider. Ja. Ja. Hätte ich am Anfang nicht so getrödelt. Ja, jetzt schaffen wir es, denke ich mir mal. Auf jeden Fall. Beim zweiten Versuch. Aber, ich habe am Anfang doch zu sanft geschossen. Komm mal her. Sonst hätten wir das, glaube ich, geschafft. Kommst du jetzt mal? So. Die halten ja doch schon was aus, muss ich mal sagen. Ja gut, das ist die Pistole, ne? Wir schießen ja nicht mit einer Schrotflinte auf die. Aber guckt mal von der Zeit her. Das ist jetzt schon ein Unterschied. Auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass ich trotzdem noch immer einen kill. Und das kostet uns dann was. Und zwar Zeit. Oh, meine Life Points. Noch ein? Ne, 2. Was? Nein, ich habe den getötet. Nein, wir haben es nicht auf jeden Fall geschafft. Wie der Herr vorhin gesagt hat. Ja, genau. Geil, El Tobi, sprich wieder mit dir in der dritten Person. Oder zweiten Person. Okay, Prüfung starten. Nein. Aber alle guten Dinge sind 3. Das Doofe ist auch, ich hatte gerade eben... Boah, da war nice, das war nice. Also einmal kann ich damit drauf schießen. Dann mache ich das jetzt gleich auch mal. Ich muss aber auch treffen. Und ich habe
Und sein Kollege hat ihn getroffen. Sieht das gut aus? Ich weiß es gerade nicht. Ja, sieht ganz okay aus. Ja, noch zwei. Nein, 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 nein. Komm, gib mir Life Points. Ich brauche Life Points. Oh, geschafft. Puh. Und dann auch mit so wenig Leben. Oh, das war spannend. Verlassen. Aufregend. So. Nette Prüfung. Durchatmen. Von der Zeit her war das auch ein bisschen knapp, aber ich hatte jetzt um meine HP ein bisschen bange. Die gingen nämlich schon dann plötzlich runter und ich habe keine Heilkapseln bekommen. Ja komm, gib mir die Rune. Ich brauche sie für meine Sammlung. Bitte? Komm schon. Ja. Ich hab sie. Da ist das Ding. Komm, Texturen, ladet. Ist schon fertig geladen? Ja doch, wir haben das Ding total zerstört. Da ist nicht mehr viel zu sehen. Es ist destroyed. Okay. Aufzug ist gesperrt. Keine Ahnung, wann sich das mal öffnet. Ich weiß nicht. Ich glaube, von dort sind wir gekommen. Nee, kann nicht. Ich glaube, da geht's gar nicht lang, ne? Doch, da ist irgendwas. Irgendwas Rundes. Ein runder Raum. Aber der ist nicht offen. Nee, der ist nicht offen. So, hatten wir einen Speicher? Ja, ich denke mal, das ist selbstverständlich, dass wir einen Speicherpunkt hatten bei der Rubenprüfung, ne? Ich gehe mal stark davon aus. Ja, doch. Doch, wäre doof, wenn man nach der Rubenprüfung keinen Speicherpunkt hätte. So, das war's dann. War auf jeden Fall echt mega nice. Auch, dass wir jetzt mal was Neues hatten. Das war das mit diesem Flüchten. Das war natürlich auch sehr spannend. Und wir haben einen Speicherpunkt. Oh, zum Glück bin ich jetzt gerade noch mal ein Stück nach vorne gegangen. Sonst hätte ich beim nächsten Mal wieder gesagt, ja, bis dahin hätte ich ja auch noch mal gehen können. So, ich gehe jetzt aber mal schnell zurück, bevor hier gleich 1000 Monster kommen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die auch mal ein bisschen schonen bis aufs neue, bis zum nächsten Mal. Die können sich ein bisschen vorbereiten. Aber naja, nützen wird's denen, glaube ich, nix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Doom wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Tobi. Ciao. Tschüss. Bye bye. Ciao.